willkommen zum zweiten Part von Just Cause 3. Und dann gehen wir direkt auf weiter. Hier sind wir im letzten Part stehen geblieben bei Marios Großmutter. Ich bin Alessia, die Stimme von Radio del Revolution. Mario sagt, du hast vor, Maneia zu befreien und das Kraftwerk von Vis Electra zu zerstören. Ich kann es kaum erwarten, dich in Aktion zu sehen. Ich melde mich wieder, wenn du vor Ort bist. So. Tabulator. Okay. Wegpunkt setzen. Oh, dann geht's los. Oh, das Auto ist aber ziemlich komisch. So. Jetzt habe ich eben in den Grafikeinstellungen was geändert. Jetzt spielen wir auch hier mit 60 FPS. Müssten wir eigentlich. So, das ist ja auch nicht schlimm. Wir fahren jetzt erstmal zu der Stadt, wo wir hin müssen. Na, Fallschirm wollte ich nicht öffnen. Es gibt dafür ja Brücken. Darf man nur halt nicht runterfahren. Gut. Los geht's. Ab in die Stadt. Boah, perfekt. Willkommen in Maneia. Das war die beste Idee des Tages. Ich bin hier aufgewachsen. Glaube ich auch. Ich kann dir also zeigen, wie die Ravello diese schöne Stadt zugrunde gerichtet hat. Du musst diese hässlichen Plakate zerstören, Arrico. Das Gesicht des Generals treibt die Menschen dazu, sich zu unterwerfen. Mehr Männer! Mehr Männer! Alle Einheiten. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. So, der hat sich ein bisschen angehört wie Grund, ne? Kann das sein? Das Ziel ist immer noch da draußen. Finde die. Wirf diese Statuen um, Rico. Hat das gehört? Der hat sich ein bisschen angehört wie Grund. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Hört ihr das? Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Noch mal kurz was nachgucken. Es geht aber sofort weiter. So. Okay. So, es geht weiter. So, nach einem kurzen Cut geht's weiter. 3, 4, 5. Okay. Nur zum Synchronisieren. Da ist er. Perfekt. Die Polizeistationen sind in der Hand der DRM. Erobere sie zurück. Das ist keine Polizia. Das sind die Ravellos-Schläger. Klack. Alles easy. Einfach wegtreten. Er hatte keine Chance. Oh, schade. Ich dachte, die fliegt weg. So. Was gibt's hier noch zu machen? Da oben steht's.
Ach so, ich muss nochmal die Rebellen rufen. Wo ist das zweite Tor? Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Komm, explodier. Dankeschön. Wo? Wo ist das zweite Tor? Ach, da hinten. Ich sehe es, ich sehe es. Wir schicken euch Verstärkung. Ziel neutralisieren. Schnell! Alles klar, das gönne ich mir doch mal. Dankeschön. Na, da beim fast zu stehen ist nicht ganz vorteilhaft, mein Junge. Ach, jetzt kommt noch ein Helikopter. Boom. Okay. Ja, Freiheit, du sagst es. Oh, da ist schon die Mauer weg. Gut, jetzt nur noch zwei Lautsprecher. Oh, wo sind... Ah, da ist doch einer. Zack. Diese Stimme. Bring sie zum Schweigen. Und noch einer. Wo ist er? Ah, da hin. Schwupps. Gut, das war's. Das war's. Ich hisse die Flagge. Wir hissen mal die Flagge. Gut, damit haben wir unsere erste Stadt eingenommen. Wir nehmen jetzt seit 8 Minuten auf. Ich werde jetzt versuchen, jeden Part ungefähr 15 Minuten lang zu machen, damit ich auch öfters Videos hochladen kann. Also mehr Videos und dass ihr nicht eine halbe Stunde hier auf mein Video gucken könnt, müsst. Marius Rebellenabwürfe. Ach, das kennen wir doch, das hier. Ah ne, das kommt noch. Das kommt noch. Freunde. Alles in Ordnung. Zack. Mission starten. Rico, du hast es geschafft! Ich bin hier. Was wolltest du mir zeigen? Du stehst genau davor. Eine meiner besten Garagen. Ich sehe nur ein blaues Gebäude an einem Dock. Oh, ich zeig sie dir. Hier, fahr zu diesen Koordinaten. Ach, na toll. Jetzt müssen wir irgendwo wieder hinfahren. Wahrscheinlich haben wir dafür noch nicht mal ein Fahrzeug. Aber hier stehen ja genug. Und das nehmen wir einfach jetzt hier mal. Sind eure Garagen alle an den Docks? Nein, ein paar sind mit. Okay. In der Stadt oder auf Flugfeldern. Aber sie nehmen alle sämtliche Arten von Fahrzeugen auf. Helikopter an den Docks, Boote auf den Flugfeldern. Die schaffe ich einen. Alles klar. Zu einem Flugfeld. Das lief jetzt nicht ganz so geschmeidig. Keine Ahnung, Rico, wer hat denn hier den abgefahrenen Greifhaken? Finde er selbst raus. Oh. Okay. Den muss ich haben. Entscheidend ist, du kannst jedes Fahrzeug in jede meiner Garage bringen. Nice. Vermutlich muss ich die Städte dazu erst befreien, was? Oh. Hört euch den Sound an. Lol. Komm schön wieder her. Boah, hört euch diesen Sound an. Perfekt. Ah. Nicht kaputt machen. Na, sieht gar nicht so schlimm aus.
Ah, 700, 600 Meter noch. Boah, die Straßen sind aber auch komisch hier. Bist du schon da? Nein, in 300 Metern. Warte, du willst, dass ich dir diesen Roller bringe? Warum? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Rico. Niemand wird ihn vermissen. Oh Gott. Deine Karte hilft dir, meine Garage zu finden. Hopp, hopp. Oh nein. So. Oh Gott. Was ist denn für eine Schrottkiste? Warum mache ich das dann alles? Ich versorge die Rebellion mit Material, Rico. Ich bringe Waffen und Fahrzeuge zu Rebellenzellen in ganz Medici. Oh nein. Kleine Cecilia Crespo mit dem schlechten Atem, wir haben sie Dragona genannt. Das ist ihr Motorrad, schön, oder? Sie hat sich über meine Haare lustig gemacht, meinte, sie wären fettig. Deshalb spielen wir ihr einen kleinen Streich, okay? Einen Streich, von dem du und die Revolution profitieren. Inwiefern profitiere ich davon, wenn ich Cecilias blöden Roller stehle? Boah, der fährt 85 km/h. Läuft bei dem Roller. Könnte es sein, dass ein Panzer oder ein Raketenwerfer nützlicher wäre als dieser Roller? Ja, und wenn du die Ravello-Stützpunkte zerstörst, erfahren meine Jungs von den dort stationierten Fahrzeugen und bringen sie zu dir. Aber bring die Teile bloß nicht in meine Garage. Warum? Oh, noch 300 Meter. Militärisches Gerät erregt zu viel Aufsehen. Meine Jungs sind mit Schraubenschlüsseln viel besser als mit Waffen. Boah, was für ein Stuntroller. Komm. Fahr, damit wir es hinter uns haben. So, hier lang. Wir kommen zurück, Rico. Leg sie einfach auf den blau markierten Bereich. Mein Gott. Ja. Geil. Sie arbeiten schnell, Mario. Aber jetzt muss ich los. Und? Hast du sie? Klar. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit anfangen soll. Wirf sie, damit meine Jungs wissen, wo sie dein Equipment abwerfen sollen. Aber erst suchst du dir mit meiner neuen Rebellen-Abwurf-App aus, was du brauchst. Wie wäre es denn mit einem Helikopter? Und Schrotflinte. Nicht die und die PDW. Und ja, F. Du kriegst den Helikopter, also wirf die Signalleuchte zu der Stelle, an der genug Platz zum Starten und ziemlich schnell. Geil. Okay, das sind jetzt 15 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Dann fliegen wir zur nächsten Insel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.